Ja, hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von So nicht, meiner allwöchentlichen Presseschau zur Mitteldeutschen Zeitung. Erstmal frohe Ostern an alle. Wir haben heute Ostersonntag, wir feiern die Auferstehung des Herrn. Und auch wer kein Christ ist, der mag dieser schönen Geschichte davon, wie Todbeglaubtes wunderbarerweise wieder lebendig wird, doch einen Sinn abgewinnen. So viel dazu. Jetzt zur Presse der letzten Woche. Ich will auf zwei Themen eingehen. Einmal die Krawalle in der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber des Landes Sachsen-Anhalt in Halberstadt und dann auf die Situation der Kunst- und Kulturschaffenden. Jetzt zu Halberstadt. Erstmal zu den Ereignissen. In Halberstadt wurde bei einigen Asylbewerbern das neuartige Coronavirus gefunden, diagnostiziert und deshalb wurde entsprechend den zurzeit geltenden Verordnungen über die gesamte Einrichtung Quarantäne verhängt. Das hat bei den dort untergebrachten Asylbewerbern für Unmut gesorgt und sie haben sich zusammengetan und begonnen zu randalieren. Es wurden Zäune aus der Verankerung gerissen, umgeworfen, Sicherheitspersonal wurde angegriffen, tätlich angegriffen, beleidigt, bedroht. Die Polizei musste einschreiten und für Ordnung sorgen. Ja, also ich wundere mich immer wieder darüber, wie Gäste, Asylbewerber, die angeblich vor politischer Verfolgung geflohen sind und hier bei uns Aufnahme und Schutz gefunden haben, oder angebliche Kriegsflüchtlinge, die aus dem Kugelhagel aus Aleppo geflüchtet sind, ja, wie die sich hier benehmen, das würde man doch von anders erwarten. Nun gut, wie dem auch sei, wie berichtet die Mitteldeutsche Zeitung davon? Die Mitteldeutsche Zeitung in ihrer Ausgabe Montag, 6. April 2020, Aufstand in der Quarantäne, verharmlost das Ganze. Es ist von Tumulten die Rede. Ja. Tumult ist ein reiner Strukturbegriff ohne Wertung. Tumult hat man, wenn Personen sich zusammentun und laut werden und wenn es irgendwie Unruhe gibt. Ja. Jan Schumann hat diesen Artikel zu verantworten und ja, schreibt in diesem Tenor über die Ereignisse. Ich zitiere ihn, er sagt: Laut Polizei stießen etwa 50 Bewohner Absperrzäune auf dem Zastgelände um. Es folgten Auseinandersetzungen. Die Polizei prüft mehrere Strafanzeigen gegen Sicherheitsmitarbeiter und Asylbewerber. Also jetzt waren doch wohl tatsächlich einige der Krawallmacher so frech, so rotzfrech, Anzeigen zu stellen gegen Sicherheitsmitarbeiter. Und ja, Jan Schumann setzt dem Ganzen noch die Krone auf, indem er davon völlig neutral berichtet, so als sei es auch noch ungeklärt, wer hier Schuld habe an dem Gewaltausbruch. Man hat dann Anzeigen, die gehen hier wechselweise hin und her, die Asylbewerber zeigen die Sicherheitsmitarbeiter an, die Sicherheitsmitarbeiter zeigen die Asylbewerber an, ja, alles ungeklärt. Dabei kursiert im Netz ein Video von diesen Ereignissen, authentisch und ja, wunderbarerweise noch nicht gelöscht. Und dort sieht man sehr, sehr deutlich, von wem die Gewalt ausgeht. Es wäre auch nicht vorstellbar, dass Sicherheitsmitarbeiter, weshalb sollten sie das tun, die Asylbewerber angreifen. Ja. Aber nein, so wird davon berichtet. Drei Viertel des Artikels sind nun den Ursachen dieser Gewaltausbrüche gewidmet und naja, Schuld sind natürlich wieder wir. Schuld ist die Heimleitung, Schuld ist die zentrale Unterbringung, Schuld ist die mangelnde Information. Ja, man hat nicht genug kommuniziert, man hätte vielleicht, was weiß ich, drei, viermal am Tag irgendwelche Gesprächstermine anbieten müssen oder mit dem Megafon durch die Anlage fahren. Außerdem beschweren sich die Insassen über die hygienischen Bedingungen, Sanitäranlagen wurden nicht häufig genug gereinigt. Ja. Also dazu muss man wissen, dass die Kundschaft hier, die aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan kommt, dass die aus Weltgegenden kommt, wo man üblicherweise seine Notdurft verrichtet, indem man hockenderweise versucht, ein Loch im Boden zu treffen.
Ja, aber anscheinend also funktioniert in einigen Bereichen des Lebens die Integration, die Assimilation an unsere Lebensvorstellung sehr schnell. Ja, also Spaß beiseite, wir sind natürlich schuld dran, wir lassen das mit uns machen. Kein Wunder, dass diese Klientel frech wird, wenn man nicht durchgreift, wenn man ihnen dann sofort Migrantenlobbyisten an die Seite stellt, wenn die einschlägigen Vereine aktiv werden, dann muss man sich über diese Reaktion nicht wundern. Sebastian Striegel, der Grüne, hat dann auch nichts Besseres zu tun, als jetzt als Konsequenz daraus keine Abschiebung zu fordern. Das wäre nämlich die Konsequenz, die man fordern müsste, weil wer so sich hier aufführt, hat sein Gastrecht verwirkt. Nein, hier steht es, Unterbringung in Hotels. Striegel will, dass jetzt dezentral untergebracht wird. Natürlich die geniale Idee, die leerstehenden Hotels dafür zu nutzen. Das war der Bericht vom Montag. Die MZ hat dann auch noch am Dienstag berichtet, und zwar Dienstag, 7. April, unter dem Titel Entschärfung in der ZAST kommt jetzt Starknecht zu Wort, der Innenminister, von dem man auch erwarten darf, dass er jetzt mal was dazu sagt. Und naja, er ringt sich durch, das zu verurteilen, also er rügt, so ist der Untertitel, Innenminister Starknecht rügt den Aufstand. Er sagt, ich habe kein Verständnis dafür, dass Missfallen tumultartig zum Ausdruck gebracht wird. Also auch er verwendet den Begriff Tumult und ist aber indigniert. Ja, we are not amused, wir sind nicht amüsiert darüber. Schärfer zu werden traut er sich anscheinend nicht. Das ist also der harte CDU-Stahlknecht. Immerhin weist er sozusagen die Forderung nach dezentraler Unterbringung zurück. Er sagt, die Diskussion halte ich momentan für deplatziert. Aber er müsste ganz anders verfahren. Er müsste jetzt fordern, dass diese Krawallmacher bestraft werden, dass sich die Staatsanwälte an die Sache setzen, dass die Straftatbestände auseinanderklamüsert werden und dann Anklage erhoben wird, dass sie dann die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen und dann natürlich aufenthaltsrechtliche Konsequenzen folgen und einige dieser Krawallmacher abgeschoben werden. Macht er natürlich nicht, das ist alles typisch CDU. Dafür, dass in solchen Fällen konsequent und richtig reagiert wird, dafür gibt es die AfD. Nächstes Jahr gibt es dann wieder die Gelegenheit, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. So, jetzt geht's weiter mit Kultur. In der Ausgabe Donnerstag, Freitag, 9. 10. April schreibt Andreas Montag über die Situation der Kunst- und Kulturschaffenden, die ihn sehr dauert. Ja, die Auftritte werden abgesagt, die Lesungen werden abgesagt, die Honorare fallen weg, sie leiden Not und jetzt müssen sie dann in letzter Konsequenz Grundsicherung beantragen. Die bekommen sie allerdings auch. Naja, gut, das geht auch vielen anderen so. Also ist natürlich tragisch, wenn man in seinem Beruf nicht arbeiten kann und aufs Arbeitsamt muss. Aber wo ist jetzt das große Problem? Das fragt auch Andreas Montag sich. Wo ist also das Problem? Die Künstler und Kulturschaffenden fallen ja nicht ins Bodenlose. Er gibt sich selbst die Antwort auf diese Frage, die er natürlich nur rhetorisch meint. Ich zitiere, es liegt klar hier, also das Problem, nun reihen sich auch Künstler und Autoren bei denen ein, die keinen Platz auf dem Arbeitsmarkt finden. Dabei haben sie doch einen Arbeitsplatz. Auf der Bühne als freie Schauspieler oder Sängerinnen, an der Staffelei oder am Zeichentisch oder am Computer, wenn es Schriftsteller sind. Naja, wenn sie einen Arbeitsplatz hätten, dann müssten sie sich nicht hier einreihen. Also was soll der Unsinn? Im Grunde sagt er etwas, was er sich nicht zu sagen traut, im Klartext. Und zwar sagt er, es gibt Arbeitslose erster und zweiter Klasse und man kann den Künstlern nicht zumuten, sich hier bei den anderen einzureihen. Und das finde ich schon sehr, sehr überheblich. Und deshalb will ich darauf reagieren, indem ich jetzt mal was anderes zitiere als die MZ, und zwar die Sezession. Die kam gestern mit der Post, eine wunderbare Ausgabe wieder mal. Und ich will aus dem Editorial zitieren, was Kubitschek da zu der Situation der Kunst- und Kulturschaffenden sagt. Es eignet sich nämlich hervorragend als Antwort auf das, was dieser Andreas Montag davon sich gegeben hat. Und zwar sagt Kubitschek, ihnen wird auch weiterhin der Stolz fehlen, sich nicht wie Schmarotzer zu verhalten und sich durchfüttern zu lassen. Recht hat er. Dabei könnten sich diese Kreativen doch einfach etwas einfallen lassen. Nichts nämlich macht kreativer als eine Notsituation. Nichts fetter als Zuschüsse, nichts infantiler als Taschengeld. Ich bin dafür, dass sich diese Leute nun allesamt auf die Socken machen und entweder den strapaziösen Saisonberuf des Spargelstechens erlernen oder sich einen privaten Mäzen suchen. Dem habe ich nichts
hinzuzufügen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis nächste Woche. Macht's gut.